Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Madden NFL 25 Arizona Cardinals Franchise. Wir spielen in der 12. Woche gegen die Indianapolis Colts in Arizona in unserem Heimstadion und stehen mit einem 8:2 Rekord eigentlich sehr gut da in der NFL, doch in unserer Division teilen wir uns den ersten Platz mit den Seattle Seahawks und den San Francisco 49ers. Also wird es noch ein ganz, ganz spannender Kampf um die Playoffs, um die erste Bye Week sozusagen, also darum, ob wir die erste Runde aussetzen können und uns da ein bisschen besser vorbereiten können und dafür dann gleich eine Runde höher einsteigen oder ob wir dann die erste Runde doch spielen müssen. Auf jeden Fall wird es sehr spannend in unserer Division, weil wirklich drei Teams oben stehen mit einem 8:2 Rekord, ein Team glaube ich sogar mit einem 9:2 Rekord, während wir sehen den Starting Quarterback der Indianapolis Colts. Und ja, wir müssen wirklich jedes Spiel gewinnen, um mit den beiden mithalten zu können, um dann wirklich gut in den Playoffs dazustehen. Jedenfalls gehen wir ins Spiel und sehen uns die Offense an der Indianapolis Colts, die mit einem 7:2 Rekord in dieses Spiel gehen. Also auch wirklich ein guter Rekord, dritter Versuch und 13 schon in dem ersten Viertel. Und der Pass zu Reggie Wayne ist gut für 21 Yards von Andrew Luck, dem Quarterback, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist, letztes Jahr als erster Spieler gedraftet wurde. Und er hat sein Team sofort in die Playoffs geführt, zwar nur in die Divisional Round, während wir hier einen Fumble sehen von Ahmad Bradshaw, der von Jeremiah Bell verursacht wurde und aufgehoben von Daryl Washington. Wir sehen nur rote Spieler um ihn herum. Also da konnte kein Colt den Ball aufheben oder hatte eine Chance. Während wir sehen, dass Ryan Lindley das Feld betritt, immer noch den verletzten Carson Palmer vertritt und eigentlich einen guten Job macht. Zwar keinen überragenden, aber er spielt solide, sagen wir es so, mit seinem ersten Pass zu DC Jefferson. Und ich wollte noch zu Ende bringen, ich weiß nicht mehr, was ich zu Ende bringen wollte. Gehen wir einfach ins Spiel. Ein schöner Rush von Stephon Taylor für 12 Yards ungefähr, erster Versuch und 10 an der 25 Yard Linie. Lindley zu Jefferson, doch der kriegt nicht beide Füße in das Spielfeld, damit zweiter Versuch und 10 von der 25 Yard Linie, 5 Yards vor der Red Zone, und Stephon Taylor wird für einen Verlust getackelt. Und wir sehen uns die Defensive Line an, die das verursacht hat. Die Linebackers der Colts mit Robert Mathis, einem zwar schon etwas älteren Spieler, aber er spielt noch wirklich sehr gut. Dritter Versuch und 11, damit an der 26-Yard-Linie. Ryan Lindley mit einem Passspielzug über die Mitte. Larry Fitzgerald kann den Ball nicht festhalten. Damit vierter Versuch und 11. Und die Arizona Cardinals Defense kommt aufs Spielfeld. Und ja, die Cardinals führen mit 3:0, nehmen das Field Goal. Zweiter Versuch und 8 für Andrew Luck und fast intercepted von Brinkley, bin ich der Meinung. Damit dritter Versuch und 8 an der eigenen 22-Yard-Linie für Andrew Luck und seine Offense. Wartet lange in der Shotgun-Formation. Andrew Luck mit einem Screenpass zu Ahmad Bradshaw und der kommt bis kurz vor die First-Down-Markierung, doch wird ein Yard zu früh von, ich weiß gar nicht wer, getackelt. Auf jeden Fall getackelt Ryan Lindley mit einem Pass zu Floyd, der einen Spieler aussteigen lässt oder mehr wegbulldozt. Also 19 Yards bei dieser Reception. Lindley mit einem Play-Action-Pass, mit einem Pass über die Mitte und der Ball ist intercepted von LeRon Landry, der einen schönen Return hinlegt bis an die 44-Yard-Linie, eigene 44-Yard-Linie kommt. Und der Receiver war eigentlich frei, nur LeRon Landry unterläuft diesen Pass und kann ihn gut abfangen. Also es war wirklich knapp. Damit übernehmen die Colts den Ball, zweiter Versuch und 10. Die erste Interception für Ryan Lindley überhaupt in dieser Saison. Luck mit einem Passspielzug über die Mitte zu Hayward Bay. Doch dem fehlen noch 3 Yards bis zum First Down. Dritter Versuch und 3 an der Mittellinie für Andrew Luck. Wieder in der Shotgun-Formation. Luck mit einem Pump-Fake und über die Mitte zu Hilton. Doch der lässt den Ball fallen, wollte ihn im Sprung fangen. Doch das ist ihm nicht ganz geglückt. Damit übernehmen die Cardinals den Ball. An der eigenen 20-Yard-Linie Stephon Taylor über die rechte Seite. Doch überhaupt kein Platz für ihn. Ein Verlust von 2 Yards.
Damit zweiter Versuch und 12 für Lindley, der einen Passspielzug über die Mitte zu King und der lässt den Ball fallen und das haben wir wirklich oft gesehen. Also ich kann euch sagen, er wird nach dieser Saison nicht mehr bei den Cardinals spielen. Dritter Versuch und 12 für Ryan Lindley mit einem Passspielzug und auf der linken Seite Larry Fitzgerald frei und das nächste First Down für die Arizona Cardinals. Dritter Versuch und Inches kurz vor der Mittellinie für die Cardinals und der Ball geht an Jim Drey, der bekommt das First Down und wir sehen die Cardinals jetzt schon in der Zone oder in der Hälfte der Colts, doch Stefan Taylor wird hinter der Line of Scrimmage getackelt. Damit dritter Versuch und 7 für die Cardinals. Lindley in der Shotgun-Formation mit einem Passspielzug über die linke Seite und intercepted von Robert Mathis. Wie ich es gesagt habe, er ist schon älter, aber er spielt wirklich noch gut. Und Lindley mit seiner zweiten Interception. Der Receiver war wieder offen, doch ein bisschen unterworfen und damit war die Interception möglich für Robert Mathis. Und die Indianapolis Colts übernehmen dritter Versuch und 3, kurz vor der Mittellinie schon wieder. Luck mit einem Passspielzug, hat viel Zeit über die Mitte zu T.Y. Hilton und der ist ganz frei in der Secondary. Und Touchdown für die Indianapolis Colts. Ein sehr guter Wurf von Luck und eine sehr gute Route gelaufen von T.Y. Hilton, wie wir es hier nochmal sehen. Er läuft genau zwischen den beiden Safeties und die Safeties, das ist die Problemzone der Arizona Cardinals, wie wir hier schon wieder gesehen haben. Erster Versuch und 10 für die Arizona Cardinals. Lindley läuft weit zurück über die Mitte und der Pass hätte intercepted werden müssen. Ein sehr riskanter Pass in Triple Coverage und Lindley wird gejagt und gesackt an der eigenen 12-Yard-Linie. Dritter Versuch und 22 für Ryan Lindley, für die Arizona Cardinals. Bei oder an der 2-Minuten-Marke können sie hier das First Down bekommen. Wenn ja, dann hätten sie noch eine Chance auf ein Field Goal oder auf einen Touchdown. Lindley über die Mitte und Fitzgerald, hat er den Ball? Ja, er hat ihn und er war noch im Spielfeld. Damit First Down für die Arizona Cardinals. Und ja, wenn man solche knappen Spiele spielt, dann muss man zu dem Starspieler des Teams gehen und das ist ohne Frage Larry Fitzgerald mit seinem zweiten First Down Catch, bin ich der Meinung. Jedenfalls dritter Versuch und 3 für Lindley, noch knapp eine Minute zu gehen über die Mitte zu Michael Floyd. Der kommt nicht ganz ins Aus, damit läuft die Uhr weiter. Jetzt zweiter Versuch und 7. An der 18-Yard-Linie in der Red Zone Lindley mit einem Screen zu Andre Roberts und der kommt bis an die 7-Yard-Linie. Erster Versuch und Goal, damit Lindley in der Shotgun-Formation und über die Mitte zu Floyd. Der fängt den Ball, der Ball ein bisschen hinter den Receiver geworfen, deswegen konnte er oder hatte er keine Chance mehr in die Endzone zu kommen. Lindley mit einem Passspielzug schon wieder und der Ball ist aus dem Spielfeld geworfen. Da wollte er kein Risiko eingehen. Dritter Versuch und Goal. Noch 20 Sekunden zu gehen für Ryan Lindley und die Cardinals. Lindley über die Mitte und ganz frei ist Larry Fitzgerald mit einem Touchdown-Catch. Und das war wirklich wichtig. Damit können die Arizona Cardinals die Führung übernehmen. Larry Fitzgerald, ich weiß gar nicht, sein wievielter Touchdown das ist. Auf jeden Fall spielt er heute groß auf. Und ja, wie gesagt, die Cardinals können eine 10-7 Führung in die Pause nehmen. Und auf jeden Fall wird es noch ein sehr spannendes Spiel zwischen zwei auf Augenhöhe spielenden Teams. Und wir sehen uns gleich in der zweiten Hälfte wieder. Die Arizona Cardinals beginnen die zweite Hälfte mit dem Ball, haben auch eine 3-Punkte-Führung und ja, es ist wirklich ein knappes Spiel, während wir Stefan Taylor gesehen haben, der für 5 Yards gerusht ist, das Rushing-Spiel auf bei beiden Teams noch nicht wirklich gut, während wir hier Michael Floyd sehen mit einem schönen Catch oder Grab, mit einem schönen Fang. Fast in die Zone der Colts und hier sehen wir einen komischen Spielzug und zwar sehen wir es gleich nochmal. Ryan Lindley geht zurück und läuft in Stefan Taylor in seinen Running Back rein, fällt dabei hin
Und ja, überhaupt keine Chance, da irgendwie den Ball noch aus den Händen zu kriegen. Er wird sofort gesackt von BJ Raji, war es, glaube ich. Und ja, damit ein dritter Versuch und 13 für Ryan Lindley für die Arizona Cardinals. Lindley mit einem Passspielzug über die rechte Seite und fast schon wieder intercepted von, ich weiß nicht, wer es war, auf jeden Fall sollte der Ball an Larry Fitzgerald gehen, dem Go-To-Receiver, während wir Andrew Luck sehen mit einem Quarterback-Run. Sehr selten bei den Indianapolis Colts, doch Andrew Luck kann auch laufen, nicht nur werfen. Zweiter Versuch und 10, 5 Minuten, 5 Yards vor der Mittellinie und T.Y. Hilton mit einem super Catch. Ich weiß nicht, wie er ihn gefangen hat, aber er hat ihn gefangen. Zwei Receptions für 77 Yards. Er hatte diesen langen Touchdown-Catch, möchte ich nur mal dazu sagen. Und Andrew Luck findet Allen über die rechte Seite, kommt bis an die 2-Yard-Linie. Erster Versuch und Goal damit für die Indianapolis Colts. Und Andrew Luck an das Center mit einem Passspielzug und über die Mitte ganz frei Reggie Wayne. Damit können die Indianapolis Colts die Führung wieder übernehmen. Es steht 14 zu 10 und ja, Reggie Wayne wurde vollkommen alleine gelassen in der Endzone. Da gibt es keine Entschuldigung. Zweiter Versuch und 9 für Ryan Lindley mit einem Screenspielzug über Taylor. Der lässt den ersten Tackler aussteigen, doch dann kommen einfach zu viele Weiße. Damit dritter Versuch und 16 für die Offense. An der eigenen 14-Yard-Linie noch 4 Sekunden auf der Playclock. Lindley empty backfield. Und mit einem Passspielzug hat lange Zeit jemand zu finden. Und er findet auf der linken Seite Michael Floyd. Und schon wieder so eine lange Third-Down-Conversion. Also das liegt den Arizona Cardinals heute. Vielleicht nicht immer die Stärke von ihnen, aber heute klappt es. Ryan Lindley mit einem weiteren Spielzug. Larry Fitzgerald hält den Ball irgendwie fest, wird kurz nach dem Catch hart getackelt, doch hält den Ball fest. Und Stephon Taylor mit einem Rush über die rechte Seite für 5 Yards. Jetzt wieder ein Rush, Stephon Taylor über die Mitte. An der 45-Yard-Linie wird er gestoppt. Zweiter Versuch und 10. Lindley mit einem weiteren Passspielzug. Und er will nach rechts werfen, doch er findet niemanden. Der Ball fast schon wieder intercepted. Lindley heute mit ein paar sehr fragwürdigen Entscheidungen, doch es waren bisher nur 2 Interceptions. Rechte Seite, Andre Roberts, doch kurz vor der First-Down-Markierung. Und die Arizona Cardinals nehmen das Field Goal. Es ist nämlich kein First Down und damit eine Ein-Punkte-Führung für die Indianapolis Colts. Können die Arizona Cardinals die Indianapolis Colts stoppen? Und es sieht bisher nicht so aus. Hayward Bay mit einer Reception an der linken Seite. Erster Versuch und 10 an der 36-Yard-Linie. Und Hilton läuft out of bounds. Damit hält die Uhr. Und das kommt den Arizona Cardinals zuguten. Jetzt dritter Versuch. Und 6 können die Cardinals die Colts stoppen. Wir sehen es uns an. Luck mit einem Passspielzug und über die Mitte zu Hayward Bay und First Down für die Colts. Erster Versuch und 10 damit, aber noch ist nicht aller Tage Abend, sage ich euch. Luck mit einem weiteren Passspielzug über die linke Seite. Doch, der Pass wurde auf dem Boden, oder der Ball wurde auf den Boden geschlagen. Dritter Versuch und 9. Ahmad Bradshaw über die linke Seite. Doch, er kommt nicht an die First Down Markierung. 4 Yards zu kurz und damit bekommen die Arizona Cardinals den Ball zurück, haben noch 1 Minute 50 und 2 Auszeiten. Das ist noch genug Zeit für Ryan Lindley und die Offense. Über die Mitte Larry Fitzgerald für 8 Yards, zweiter Versuch und 2. Damit Lindley mit einem Bubble Screen über Larry Fitzgerald und der bekommt das First Down bis an die 36-Yard-Linie. Erster Versuch und 10, Lindley in der Shotgun-Formation und Andre Roberts fängt den Ball irgendwie. Das war nicht zu erwarten. Dritter Versuch und 2 sehen wir für die Arizona Cardinals. Können sie dieses First Down bekommen? Denn sie brauchen nur ein Field Goal, aber sie wollen natürlich so nah wie möglich an dieses Field Goal rankommen. Stephon Taylor durch die Mitte und er bekommt das First Down. Und der letzte Rush dieses Spiels, Stephon Taylor für wie viel Yards? 2 Yards und damit das Field Goal, das alles entscheiden kann von Jay Feely. Und wir sehen uns an, der Snap ist gut, der Kick. Und der Kick ist gut. Damit übernehmen die Arizona Cardinals die Führung und die kann ihnen auch nicht mehr genommen werden.
Also gewinnen sie mit 16-14 gegen die Indianapolis Colts nach einem spannenden, wirklich spannenden Spiel. Nach einem großen Drive von Ryan Lindley, seinem bisher wahrscheinlich wichtigsten, in den letzten 2 Minuten. Und ja, das war wirklich, wirklich ein super Spiel, auch für mich es zu spielen. Es war wirklich knapp und ich sag euch eins, solche Spiele machen mehr Spaß zu spielen, also solche knappen Spiele, als ein Spiel, wo du mit 50 Punkten gewinnst, also mit 50 Punkten Vorsprung. Und ich denke mal, auch für euch ist es viel cooler, sowas zu sehen, als die ganze Zeit zu sehen, dass ich nur mit 30 Punkten Vorsprung gewinne. Also ich denke mal, es ist auch in eurem Interesse, dass diese Spiele so knapp sind. Wir hatten viel, viel länger den Ball, mehr als doppelt so viel. Während wir uns hier ansehen, die Statistiken der Spieler Ryan Lindley mit einem guten Tag, zwar 2 Interceptions, doch 220 Yards geworfen, Stefan Taylor mit einem durchschnittlichen Tag, genauso wie Ahmad Bradshaw. Larry Fitzgerald hat groß aufgespielt in diesem Spiel und wenn man in die Playoffs möchte, dann müssen die Starspieler auch mal ein bisschen herausstechen. Und das hat Larry Fitzgerald auf jeden Fall getan. Sonst Reggie Wayne war noch ganz gut. T.Y. Hilton hat wirklich gut gespielt. Hatte zwar nur 2 Receptions, doch die waren beide für sehr viele Yards. Wir sehen uns die Defense an. Die Arizona Cardinals natürlich nicht mit so viel Tackeln wie die Indianapolis Colts. Viele Tackle for Loss und nur 1 Sack von Darrell Washington. Aber wir dürfen auch nicht vergessen den Fumble von Jeremiah Bell, 2 Interceptions von Robert Mathis und Leron Landry. Doch wir haben gewonnen und das ist alles, was zählt. Und ja, ich versuche jetzt so schnell wie möglich in die Playoffs zu kommen, deswegen spiele ich auch nur 8 Minuten Quarter und ich hoffe, es stört euch nicht. Auf jeden Fall werde ich das dann später in den Playoffs werde ich das erhöhen auf 14 Minuten, denke ich, damit auch die Statistiken ein bisschen besser verglichen werden können, weil jetzt sind wir fast letzter in der Offense und erster in der Defense. Das kann natürlich so nicht sein. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn wir ja unseren Weg weiter zu den Playoffs gehen und mal gucken, ob wir in die Playoffs kommen. Ich bin sehr optimistisch und ich hoffe, ihr seid es auch. Wir sehen uns nächste Woche.